Die zwei? Paddy und Angelo. Ja? Aber ja. Schwarz-Weiß ist ja ein bisschen langweilig. Da hast du wahrscheinlich farbige Poster, ne? Ja. Ja. Ich mach mal da ein bisschen Farbe dazu. Und das Tolle ist, bei meinem Poster, mein Poster, Simone, das kann sogar sprechen. Na? Hallo? Oh Gott. Simone, Ursula, Servus. Wir sind zwar nicht alle da, wir wurden eingeladen in diese Sendung. Wir haben von der Geschichte gehört und haben gedacht, vielleicht können wir euch beide eine Freude machen mit einem Song aus unserem neuen Album, Brother, Brother. Brother, 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 no matter who's right and who is wrong, just want you to know my love's still strong. And I wrote you a prayer with this song. Brother, older brother, you told me you broke up with your wife. Been so much suffering in your life. Thanks to the grace from above, your humble heart is alive. With all my heart, down an amazing path. All the angels will come when you're ready to depart. Sisters, all my sisters, I didn't forget you, don't get me wrong. I'll express my love for each single one. Future to come, exclusive song. But in the meantime, oh, I pray for you, 'cause I'll make all of ones die. Yes, I pray that we rejoin in the afterlife. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr zu mir ins Studio gekommen seid. Simone, geht es? Wie sieht ihr jetzt so live aus? Genauso schnuckelig wie auf der Bettwäsche? Auf keinen Fall. Ja. Ja? Die wichtigste Frage an Paddy. Schieß mal los. Wart ihr eigentlich sehr enttäuscht, dass ihr beim Grand Prix nicht unter die ersten drei gekommen seid? Ein bisschen schon. Das war am schwersten für die Maite. Weil die hat wirklich alles gegeben, was sie hatte, und sie hat gedacht, Mensch, das müssten wir irgendwie backen können oder gebacken kriegen, wie sagt man das? Gebacken kriegen oder packen können. Packen können, genau. Aber naja, das Leben geht weiter. Wir haben jetzt viele Konzerte vor, das neue Album und... Paddy, aber so ist das Leben. Enttäuschungen gehören zum Leben, das wisst ihr zwei auch am besten. Und genau. Ich freue mich, dass wir dir den Wunsch erfüllen konnten.
die zwei verschwinden jetzt auch nicht gleich. Du hast die Möglichkeit, danach noch ein bisschen uns zu unterhalten. Ne? Und ich sage vielen Dank, dass ihr da wart. Angelo und Paddy Kelly. Und natürlich auch euch, danke fürs hier sein. Uschi, Simone. Ja? Und damit, liebe Zuschauer, sind wir am Ende der heutigen Sendung von Post für dich. Ich persönlich wünsche Ihnen ja in Zukunft nur Post, bei der sich Ihr Brieföffner kringelt vor Freude. Und wenn Ihnen doch mal der liebe Theo über den Weg läuft, ja, flüchten Sie nicht, er findet Sie überall. Gut. Please.